Willkommen zu Kita Today, unserem fast alltäglichen Kita-Format. Mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Niedertrenner. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und es gibt, oh Überraschung, Neues von der Corona-Front. Diesmal am heutigen Tag aus Bayern, denn dort ist etwas beschlossen worden, was euch zumindest in Bayern, in den Krippen, in den Kitas demnächst bewegen wird und was es ja schon in Ansätzen auch in anderen Bundesländern gibt. Insofern, Frau Kollegin, Ihr Stichwort. Wir brauchen einen kleinen Trommelwirbel. Es gibt eine Testpflicht für Kita-Kinder. Dreimal wöchentlich mindestens. Und wenn es denn schon die zweimal wöchentlich angebotenen Tests in der Kita gibt, dann auf jeden Fall muss montags noch was passieren. Von Seiten der Eltern, von Seiten der Familien. Und nur dann kann die Betreuung stattfinden. Wir hatten das ja schon als Thema gehabt. Naja, die können uns doch alles Mögliche erzählen, die Eltern. Aber kann man dem denn überhaupt so glauben, dass die auch wirklich zu Hause dann fleißig testen und auch so, dass der Test wirklich was zu testen hat und nicht nur so, naja, für die Kulisse? Nein, da hat sich die Landesregierung auch etwas ausgedacht, nämlich, Frau Kollegin. Also erstmal übrigens echt ein krasses Zeichen für die Erziehungspartnerschaft, ne? Wenn man sich leider diese Frage stellen muss, ob man dem denn vertrauen darf, dieser Aussage. Es wurde festgelegt, dass man das als Eltern dann entsprechend glaubhaft zu machen hat. Und Glaubhaftmachung heißt, man muss irgendwie, es ist weniger als der Beweis sozusagen, aber man muss irgendwas behaupten, was die Behauptung wahrscheinlich erscheinen lässt. Also vorneweg natürlich erstmal, wir haben es in einem anderen Video gesagt, wir sind der Auffassung, dass man wahrscheinlich 90% der Eltern frei glauben darf, frei glauben sollte, weil die eben auch im Interesse der eigenen Kinder, im Interesse der gesicherten Betreuung dann schon hinterher sind, dass das mit den Tests auch einigermaßen, nee, dass es sogar sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Da sind wir einfach mal an der Stelle Optimisten. Aber natürlich 10%, 15% vielleicht, wenn es ganz schlimm kommt, da kann man tatsächlich ein bisschen kritisch sein, ob sie denn nicht wollen oder nicht können, sei mal dahingestellt. Aber natürlich eine gewisse oder ein paar unsichere Kandidaten mag es da in der Elternschaft schon geben. Und da hat ganz präzise ausgedrückt die Bayerische Landesregierung gesagt, die Eltern müssten glaubhaft versichern, dass sie gegebenenfalls zu Hause, wenn sie es unter Aufsicht in der Kita machen, dann stellt sich ja das Problem nicht, dass sie eben gegebenenfalls zu Hause diesen Test gemacht haben und dass der, sonst würden wir auch nicht groß drüber reden, negativ ist. So, und das glaubhaft versichern, meine Kollegin hat es gesagt, naja, beweisen kann man es ja ganz schlecht, wann ja, Zeuge und so weiter, das ist alles irgendwie nicht so richtig greifbar. Und da kommt es wohl drauf an, wenn man das juristisch aufdröselt, dass die Eltern eben widerspruchsfrei gegebenenfalls zu Papier bringen oder sich diesbezüglich morgens beim Abgeben erklären, zum Beispiel, welchen Test haben wir genommen, wie hat das Kind reagiert, wann ist das Ganze passiert, ach und wer war es denn von euch, Mama, Papa, Kind, Hund, die das Ganze beaufsichtigt haben. Und wenn man dann das Gefühl hat, okay, das passt, dann reicht das auch aus für die glaubhafte Versicherung. Problematisch wird es natürlich, wenn man aus Erzieherinnen-Sicht zu dem Ergebnis kommt, das ist doch Quark, was die mir hier erzählen, das sieht irgendwie alles sehr seltsam aus, was dann daraus folgt. Die Landesregierung sagt dann, ja, was sagt die eigentlich, Frau Kollegin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, weil tatsächlich sagt dieser Beschluss erstmal nur, Betreuung nur mit entsprechender glaubhaften Versicherung des Testes und des negativen Testergebnisses. Und wenn ich das versichere und es ist eben nicht glaubhaft versichert, weil ich Zweifel habe, begründete Zweifel daran habe, naja, dann dürfte eigentlich keine Betreuung stattfinden. Jo, oder man hält den Test hin, den man in Reserve hat und sagt, das Ganze nochmal von vorne, bitteschön. Jetzt aber hier bei uns unter Aufsicht, weil sonst kannst du dein Kind wieder mitnehmen. Wie gesagt, bis jetzt gibt's nur die Presseerklärung dazu. Vielleicht findet sich ja noch Erhellendes dann in der zu erwartenden Rechtsverordnung, die jetzt angepasst werden muss. Aber das Ganze soll jedenfalls nach Weihnachten oder nach den Weihnachtsferien losgehen. Und wir sind sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert. Wir finden es nicht falsch. Ganz ehrlich, wir finden es sogar relativ gut, dass das kommt. Es sollte allen Beteiligten ein bisschen mehr Sicherheit geben. Und aus unserer Sicht, glaube ich, kann man es den Eltern auch ganz gut vermitteln. Denn je schneller irgendwas irgendwie bekannt wird, umso eher sollte vielleicht eine Einrichtung nicht zur Gänze geschlossen werden, sondern eben nur vielleicht kleine Bereiche oder auch nur vielleicht
kleine Grüppchen, Grüppchen innerhalb einer Gruppe vielleicht davon, von der dann notwendigen Quarantäne betroffen sein. Und insofern hat es dann vielleicht auch für die anderen Eltern etwas Gutes. In dem Sinne, haltet durch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.